Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Ich wollte jetzt eigentlich gerade Anno 1800 streamen, aber ich habe hier so Spaß in der Runde gerade. Und bin hier am Waffenlager infiltrieren. Dass ich mir denke, ach was, machst noch eine Runde. Okay. Also bei diesen Texten, ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, die möchte ich wirklich nicht vorlesen. Die überfliege ich selber kurz. Wenn ihr die aber lesen wollt, tut's bitte selber, okay? Pausiert kurz das Video, weil ich nicht, auch nicht zu sehr hier rausreißen will. Ich, wie gesagt, ich überfliege die selber nur kurz. Habe ich den Ort eigentlich abgeschlossen jetzt? Ja. Okay, finde und töte diese Soldaten. Haben wir da drüben. Weiß ich aber auch nicht, wie ich da hinkomme, ne? Muss ich da reinschwimmen? Weil hier ist ja dieser große Bogen. Ja. Stufe 22 Soldaten. Würde mich nicht wundern, würde ich hier unten drauf gehen. Ne, ist unterhalb. Da drüben ist noch einer. Wir machen ihn fertig. Hey! Hier kommt keiner lebend raus. Okay. Lief doch besser als erwartet. Oh wow. Das war gerade so ein richtig krasser Szenenwechsel mit Zenu. Da fragt jemand nach seiner letzten Lebenserfahrung. Ja, und du? Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Dich schlitze ich auf! Ich erlege ihn! Dafür lasse ich dich allein! Kein schwerer Schuss! Den treffe ich! Ich hab das Ziel in Sicht! Ich hab das Ziel in Sicht! Gemeinsam! So. Ein einfacher Schuss! Ja.
Kein schwerer Schuss. Ich hab das Ziel in Sicht. Hey, zu mir, Brüder! Au. So, und Stößchen. Also der zweite Angriff hier ging deutlich entspannter als der erste. Gut, dann kehre ich doch erstmal zu Funny Frisch zurück. Hui. Und Entschuldigung, ich musste gerade wieder etwas lesen. Und gibt die Quest ab. Hoffentlich ist es dann das Ende der Quest, nicht, dass ich dann auch direkt wieder gegen richtig viele, richtig dicke Soldaten kämpfen muss. Das gerade eben war ja eher so Infiltration. Das geht ja eigentlich voll klar, aber das, was da vorhin auf der Straße war, das war ja schon schlimm. Das war schlimm, finde ich. Aber was ich aber auch hier in Origins so genieße, dieser Kletteraspekt ist auch wieder mehr in den Fokus gerückt als in einigen Vorgängern. Also in 3 und 4 ist ja das Klettern sehr in den Hintergrund gerückt. In Unity war es ja jetzt auch nicht so toll. Hier nicht vorbei. Du Wurm. Alarm! Angriff! Und Stoß! Reißt ihr die Eingeweide raus! Was? Woher? Ah, du noch. So. Hallo, Phanos. Ich muss nur gerade ein bisschen Amok laufen, ne? Kennst du. Oh. Bayek, du bist zurück. Ist es getan? Sind die Straßen frei, damit unsere Poeten die Revolution verbreiten können? Die Philaketei von Gennadios sind erledigt, Phanos. Bayek, du bist wie ein Poet des Tötens. Füllt die Stadt mit euren Wörtern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Von allen Magi wird man sich an dich am ehesten erinnern. Ich bringe ihnen eine Ode des Todes. Skillpunkt. Ja, komm. Auch wenn ich es nicht nutze, ich werde hier trotzdem mal schnell die die dusseligen Skills erlernen, einfach damit da dieser nervige Marker raus ist. Basus. Warum habe ich denn das nicht ausgerüstet? Na, Bronze. Oh, 2 noch, wirklich. Hier brauche ich noch 2 Pelze, dann kann ich mir einen dickeren Köcher kaufen. Da vorne ist Bronze. So, dann auf zum Streithammer. Und dann auf den Bronzezug hier überfallen. Danach können wir, glaube ich, zu Aya. Ich glaube, hier direkt
in Alexandria und in Umgebung gibt es ja keine Quest. Nö. Das heißt, als nächstes können wir die Schlange beenden. Also ist ja auch im Prinzip in die Richtung, in die wir gerade reiten. War hier nicht noch ein... Ah ja, die sind abgebogen. Verdammt. Aber antreiben kann ich den Gaul halt echt nicht, ne? Bewegung, los! Oh nö. Das heißt, wenn ich den da vorne angreife, habe ich gleich wieder einen Pulk Soldaten am Sack, oder? Halt! Was stimmt nicht mit dir? Das war's! Stirb! Lenk den Gegner ab! Sehr schön. So, was kann ich mir jetzt bauen? Die versteckte Klinge. Genau. Hier, genau, fehlen mir Pelze. Hier fehlt mir Leder. Wie komme ich da am besten hin? Hätte ich hier drüben abbiegen müssen. Schätze mir hier durch irgendwie. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Als ob der mich nicht bemerkt, dass ich hier durch den Palast reite. Ich schlitze dich auf. Was? Hey, du kannst nicht fliehen! Nö, aber ich kann nicht töten. Oh. Ist wie fliehen, nur krasser. Was? Hey, was? Was? Und dann? Hey, was? Da bist du! Ja, ich weiß, es wird gerade ein bisschen dumm, was ich hier tue. Ich reite gerade eure ganzen Soldaten nieder. Denkt ihr wirklich, ihr hättet mir was entgegenzusetzen? Hey, was? Das war's. Also so. Wirklich? Ich will auch nicht fliehen. Haben wir dann mal alle? Nö, immer noch nicht. Du hättest nicht herkommen sollen. Ah gut, aber hier durch Säulen durchzureiten ist ein bisschen unangenehm. Habe ich denn jetzt mal alle oder was? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Dann reiten wir halt weiter durch den Palast. Ich schlinge. Es ist gerade dumm, es ist übertrieben stark und es ist super witzig. Deswegen mache ich das. Einfach, weil es gerade Spaß macht. Stirb, du Wurm. Was?
Na komm. Oh. Deine Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Was? Das dich schlitze ich auf! Knappe Sache. Die Eingeweide raus! So. Gibt ja auch mehr Erfahrungspunkte, wenn ich die so umlege. Wer bist du? Ich bin derjenige, der hier gerade alle deine Kameraden getötet hat. Schließ. Hey! Das war's! Stirb! Stief! Was? Stirb, du Wurm! Stirb, du Bastard! Also ein Geheimattentat wird es jetzt, glaube ich, nicht. Wobei, wenn ich mal auf die Ausrüstung gehe. Schlafpfeiler, ne? Dann kann ich ihn messern. Finde ich auch gut. Da will einer gerecht werden. Wie ist der da reingekommen? Das ist verdächtig. Na, wen muss ich jetzt dafür alles als tot bekannt geben? Okay, der ist tot. Mir gefällt diese Wasseranlage hier. Du bist tot. Da drüben ist noch einer. Den muss ich halt noch schnell umlegen und dann kriege ich halt ein paar Erfahrungspunkte dazu. Ach, da oben ist wahrscheinlich so ein Schlafgemach oder so. Dann schleiche ich mich mal hier rein. Ja, Leiter. Oben. Nein. Nein. Als ob du da jetzt nicht hochklettern kannst, Bayek. Du kannst jeden Scheiß hochklettern. Ja, siehst du, hier kannst du auch hochklettern. Hey! Ich bring dich um! So. Hey, was? Aloha. Hey, was? Du kannst nicht fliehen. Nö, lass mal. Weißt du, tut weh, oder? Deswegen lass die Scheiße. Jetzt muss ich die richtige Quest erstmal wieder auswählen. Verdammt. Da drüben muss ich rein. Gut, aber die Schlange töte ich erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.